Willkommen zum Video Nummer 6. Wir möchten uns heute nach dem Video Nummer 5, das Sie hoffentlich alle bearbeitet haben, heute noch eine Plotform anschauen, die sehr, sehr wichtig ist in der deskriptiven Statistik. Die wurde erst in den 70ern eigentlich erfunden von John Tukey. Der hat sehr, sehr viele Dinge in der Statistik beigesteuert. Das ist ein extrem wichtiger Name, der wird Ihnen hin und wieder auch mal noch unterkommen, Tukey. John Tukey hat den Boxplot erfunden, unter anderem auch das Stammblattdiagramm, was wir jetzt heute hier nicht so besprechen. Der Boxplot nimmt eine Sonderstellung ein als eine sehr clevere Art, mit ganz wenigen Strichen, möchte man fast sagen, ein relativ umfassendes Bild einer Verteilung uns wiederzugeben. Und deshalb hat er sein eigenes kleines Video heute verdient. Im heutigen Video also der Boxplot. Ein Boxplot, was ist das eigentlich? Das ist ein Plot, der aus einer Box besteht und die sieht etwa so aus. Ich weiß jetzt nicht genau, warum Sie hier dieses Ding sehen, das ist ja nicht so schön. So, jetzt ist es wieder besser. Nee. So brauchen wir es. Ein Boxplot zeichnet sich dadurch aus, dass er ebenfalls eine univariate Darstellung ist. Also es geht nur um eine Variable, die wir in ihrer Verteilung irgendwie visualisieren wollen. Mehr kann man damit auch erstmal nicht machen. Und wir sehen hier in diesem ersten Boxplot eigentlich schon alle Zutaten. Was zeichnet einen Boxplot aus? Ein Boxplot fängt an, indem er den Median einer Verteilung markiert. Wenn wir diesen grünen Strich sehen, wissen wir also schon, wenn wir nur den grünen Strich hier hätten, wo liegen 50% der Daten, nämlich links von diesem Strich und die anderen 50% rechts von diesem Strich. Dann sehen wir die namensgebende Box rund um diesen Median. Und diese Box, wie Sie hier auch schon sehen können, wird begrenzt vom sogenannten unteren Quartil und oberen Quartil. Also vom 25% Quartil oder 25% Quantil und 75% Quantil. Was wissen wir dann über so eine Box in einem Boxplot? 75%. Wir wissen, aha, wiederum 50% der Daten, nämlich die mittleren 50% unserer Daten, liegen in dieser Box. Ja? Selbst wenn wir also nur diese Boxen einzeichnen würden für eine Variable, wüssten wir, wo immer die Box ist, in der Box liegen 50% der Daten. Damit ist es aber nicht ganz getan, sondern diese Box bekommt dann auch noch oft, nicht immer, solche Whisker oder Schnurrhaare. Die Whisker sind eigentlich die Schnurrhaare von so einem Nagetier oder einer Katze. Und diese Whisker, die sind ebenfalls namengebend, wie Sie hier unten sehen. Manchmal wird der Boxplot auch als Box and Whisker Plot bezeichnet, weil das so eben die charakteristische Aussehen gibt. Diese Whisker sind dazu gedacht, um noch anzuzeigen, wo also der Rest der Verteilung liegt. Wir wissen, in der Box liegen 50%, aber das heißt, es bleiben noch 50%, die müssen ja irgendwo anders liegen. Und entsprechend gibt es meist zwei, manchmal aber auch nur einen Whisker, nachher sehen wir noch ein Beispiel. Und dann müssen wir jetzt also uns noch überlegen, wie weit sollen denn diese Whisker gehen? Also nach was für einer Regel sollen wir die Länge dieser Whisker einzeichnen? Und dann, verrückterweise, sieht man hier, gibt es manchmal auch noch Ausreißer, also einzelne Datenpunkte, die wirklich auch noch eingezeichnet werden. Wir wissen ja jetzt nicht, wenn wir so einen Boxplot sehen, wie viele Hunderte, Tausende von Beobachtungen hier eingingen. Die Information haben wir vielleicht irgendwo in der Tabelle, aber jetzt den Plot sehen wir das nicht an. Aber manche einzelne Beobachtungen, wirklich einzelne Beobachtungen, also die Beobachtung 122, die Beobachtung 250 vielleicht, die werden doch noch eingezeichnet. Und nach welchen Regeln wir hier vorgehen, das wollen wir uns jetzt ein bisschen nochmal kurz anschauen. Wir sehen hier einen Boxplot der eigenen Körpergröße. Für diese Variable Körpergröße entwickeln wir bisher schon so ein bisschen ein Gefühl, die ist uns jetzt schon ein paar Mal untergekommen. Wir haben hier wieder eine studentische Stichprobe
Und was fällt an diesem Boxplot auf den ersten Blick auf? Dieser Median, das war ja der Strich in dieser Box drin. Der Median liegt einigermaßen mittig in dieser Box. Das heißt also, diese mittleren 50% werden wiederum ganz schön halbiert vom Median. Das deutet so an, dass wir es wahrscheinlich hier mit einer relativ symmetrischen Verteilung zu tun haben. Ebenfalls ein Zeichen für Symmetrie, die Whisker sind relativ gleich lang. Und dann scheint es aber hier in dieser Stichprobe auch noch einen Datenpunkt zu geben, der nicht mal mehr von den Whiskern abgedeckt oder eingefangen wird. Der wird dann also einzeln eingezeichnet. Diese kleine 87, das ist hier eine Möglichkeit bei SPSS gewesen, dass man in SPSS sagt, bezeichne mir doch diesen einen Datenpunkt. Bezeichne mir die Ausreißer, die du jetzt noch einzeln in den Boxplot einzeichnest, tatsächlich mit ihrer Nummer, damit ich schnell schauen kann, was mit dieser Beobachtung los ist. Ob das zum Beispiel ein Messfehler war oder ob das tatsächlich so eine, in dem Fall große Versuchsperson war oder ein großer Student, große Studentin, wahrscheinlich ein Student. Damit ich schnell nachschauen kann, sehe ich dann hier gleich mit dieser Nummer 87, dass er das ist. Das ist allerdings nicht immer, das ist eher selten bei Boxplots der Fall. Schauen wir uns die Anatomie von so einem Boxplot noch ein bisschen genauer an. Wir haben hier nochmal aus einem Lehrbuch eine beschriftete Variante davon. Ich mache mal hier meinen Zeiger an, den sollten Sie dann hier auch sehen können. Boxplot. Der Boxplot, also gekennzeichnet nochmal durch den Median meiner Daten, den ich also auf jeden Fall ausrechnen muss, wenn ich einen Boxplot zeichnen will, wenn ich ihn nicht sowieso vorliegen habe. Eine Box, die so groß ist wie erstes Quartil, also 25% Quantil als untere Boxkante, 75% Quantil oder drittes Quartil als obere Boxkante. Und jetzt habe ich hier übrigens auch ein Maß, das kennen wir noch nicht, das lernen wir jetzt kennen. Es ist eigentlich ein kleiner Vorgriff aufs nächste Video, denn dies ist ein Streuungsmaß. Es ist der sogenannte Interquartilsabstand, im Englischen manchmal auch als IQR, also EQR, wegen Interquartile Range bezeichnet. Das brauchen wir gleich noch, das Maß, deshalb wird es jetzt hier schon eingeführt, obwohl es als Streuungsmaß auch selbstständig sinnvoll wäre und wir bei den Streuungsmaßen auch noch mal kurz drüber sprechen. Der Interquartilsabstand ist also die Boxgröße. Warum ist die wichtig? Weil Tukey damals quasi, als er diesen Plot entworfen hat, mal als erste Faustregel vorgeschlagen hat und die meisten Programme, die solche Boxplots zeichnen, halten sich daran. Lass uns diese Whiskers so lange machen, dass sie maximal 1,5 mal die Boxlänge ausmachen. Das ist hier in dieser Formel angezeichnet, also der sogenannte obere Whisker wäre hier, geht zum dritten Quartil, also zum oberen Boxabstand, zum oberen Boxrand und macht den Whisker maximal 1,5 mal diese Boxlänge da oben hin. Oder alternativ, wenn es gar keine größeren Werte mehr gibt in deiner Verteilung, weil deine Verteilung sehr, sehr schmal ist und eben gar keinen so einen langen, solche langen Ausläufer, solche langen Tails, sagen wir da auch, der Verteilung hat, dann geh bis zum maximalsten Wert, bis zum größten Wert, den du überhaupt hast in deinen Daten. In dem Fall ist es allerdings notwendig, den Whisker dann also erstens zu zeichnen, zweitens dann nach dieser Regel ihn bei 1,5 mal die Boxlänge obendrauf, also auf Q3 hier 1,5 mal die Boxlänge drauf, zu beenden und dann den Extremwert, den es dann trotzdem noch gibt, hier einzeln einzuzeichnen. Das heißt, daraus folgt auch schon die Regel, wann wird ein Wert als Extremwert eingetragen in den Boxplot? Dann, wenn er 1,5 mal die Boxlänge außerhalb von Q3 oder von Q1 liegt. Der untere Whisker entsprechend eben Q1 minus 1,5 mal die Boxlänge oder minus 1,5 mal den Interquartilsabstand. Nochmal, auch hier die Regel, dass hier eigentlich der Whisker nur so lang gezeichnet wird,
bis er sozusagen zum letzten Wert kommt. Wir können hiervon ausgehen, dass es hier auch tatsächlich etwa einen Wert gab, der dann nicht mehr einzeln eingezeichnet wurde, der aber quasi hier so dem anderthalb Mal der Boxlänge entsprach. Der müsste hier irgendwo gelegen haben. Ja? Die wichtigste inhaltliche Aussage sei hier auch nochmal in Rot festgehalten. 50% meiner Daten liegen hier in der Box. Das sehe ich jedem Boxplot an. Und das ist auch so sein Hauptwert, den er eigentlich für uns hat. Ich habe hier in den Unterlagen für Sie und für die vielen Semester davor mal einen relativ komplizierten Flowchart entworfen, der damals auf studentischen Wunsch hin entstanden ist, weil einige Studierende einfach ein bisschen verwirrt waren. Was der eigentlich macht, ist, der bestimmt erstmal die Zutaten für einen Boxplot. Der sagt, okay, wir brauchen ja einen Median auf jeden Fall. Beim Median hatten wir gesagt, wir müssen erstmal schauen, ob die Stichprobe gerade oder ungerade ist. Dann daraus folgt, dass es entweder bei einer geraden Stichprobe einfach das Mittel aus den beiden mittleren Beobachtungen ist. Und wenn es ein ungerades N ist, war es ganz einfach, dann ist es einfach die mittlere Beobachtung. Da hole ich mir den Median her für meine Daten. Dann muss ich die Quartile, also das erste und dritte Quartil oder 25% und 75% Quantil bestimmen. Da hatten wir so als Rechenregel, dass wir sagen müssen, das geht natürlich am einfachsten, wenn sich n durch 4 einfach teilen lässt, also n durch 4 Ganzzahlig ist. Wenn das so ist, dann lässt sich das ganz einfach bestimmen. Wenn es nicht so ist, dann hatten wir gesagt, nehmen wir eben immer die Zahl, die quasi ein Viertel der Daten abteilen würde. Das ist, wenn man es formell aufschreibt, wie es hier geschehen ist, ein bisschen langwieriger fast, als an dem einfachen Beispiel in dem letzten Video zu sehen war. Es läuft aber darauf hinaus, dass wir ein erstes und drittes Quartil bestimmen. Ich hatte Ihnen auch gesagt, dass Sie, wenn Sie zwei Softwares vergleichen, die ganz leicht variieren könnten in dem präzisen Wert, den Sie fürs erste und fürs dritte Quartil bestimmen. Aber Sie bekommen also diese beiden Werte und können aus diesen beiden einen sogenannten Interquartilsabstand bestimmen. Das, Sie vielleicht auch wissen, wird also die Länge unserer Box dann werden. Der Interquartilsabstand, drittes Quartil minus erstes Quartil. Und dann kann ich mich jetzt einer ebenfalls ein bisschen komplizierten Regel zuwenden, dass ich sage, brauche ich denn einen unteren Whisker? Brauche ich einen oberen Whisker und wenn ja, wie lange muss ich den denn machen? Ich rechne mir also erstmal für den unteren Whisker aus, habe ich denn überhaupt Werte, das wird hier mit diesem min-x bezeichnet, was sind so die kleinsten x-Werte, die ich überhaupt habe, die kleinsten Werte meiner Variable und sind die quasi kleiner, als es wäre, wenn ich vom unteren Boxrand Q1 anderthalb mal diesen Interquartilsabstand abziehen würde. Wenn ich so einen Wert gar nicht habe, dann ziehe ich den Whisker einfach nur bis zum kleinsten Wert. Ja? Das wäre der Fall hier. Dann reicht der Whisker genau bis zur minimalen Beobachtung. Wenn ich aber Werte habe, die da noch drunter liegen, dann ziehe ich den Whisker bis zu anderthalb Mal den Interquartilsabstand unter der Box und andere Werte trage ich dann noch einzeln ein. Und beim oberen Whisker gehe ich genau analog vor. Ich schaue, habe ich extremere Werte, das sieht man eigentlich nochmal an diesem Slide hier schöner, habe ich solche Werte überhaupt, die so extrem sind und extrem wäre hier definiert als anderthalb Mal die Boxlänge über der oberen Boxkante. Ja? Mit diesen Regeln habe ich eigentlich alles, dass ich einen Boxplot bestimmen kann und wie gesagt, diese komplizierte Aufschlüsselung hier brauchen Sie auch gar nicht unbedingt. Sie können auch auf der Basis dessen, was ich an diesem Plot erklärt hatte, eigentlich schon vorgehen. Wir könnten jetzt uns selbst mal nochmal kurz hier einen Boxplot angucken und uns nochmal prüfen, wie heißen denn diese Maße hier, also dieses Rote hier, was war das? Das Rote sollte eigentlich der Median sein, mit dem fangen wir einen Boxplot oft auch an. Dann sollte, was hatten wir gesagt, die Box reicht vom ersten Quartil bis zum dritten Quartil. Diese Kollegen hier waren die Whisker oder auch oberer Whisker.
Sie können auch oberes Schnurrhaar sagen, ist allerdings eher selten zu hören. Aber warum nicht? Und das ist der untere Whisker. Und dann haben wir hier noch einzelne Werte, die kann man üblicherweise als Ausreißer bezeichnen. Englisch Outlier. Wichtiges Wort, was Sie auch mal gehört haben sollten. Outlier für Ausreißer. So, jetzt könnten wir aber eigentlich sagen, wir schauen uns auch mal kurz noch auf dem iPad hier eine einzelne Variante an. Was ich Ihnen hier zeige, wir sollten vielleicht einfach mal noch mal kurz einen zusammen zeichnen. Da können Sie sonst jetzt auch ein paar Minuten vorspulen, wenn Sie sagen, ja, das habe ich jetzt kapiert. Ich wollte es kurz einmal durchgehen. Es ist jetzt also wie das, was ich in der Vorlesung auch mal machen würde, ohne Netz und doppelten Boden vorne an der Tafel einfach mal. Was Sie hier schon sehen, ein paar Zahlen, die ich hier aufgeschrieben habe, die können Sie auch gerne in Jamovi nachvollziehen, wenn Sie wollen. Das zeige ich Ihnen auch mal kurz. Ich habe nämlich einfach hier in Jamovi, hier in Jamovi habe ich, ach so, muss ich auch hier in mein Jamovi gehen? Wo ist mein Jamovi? So, da ist mein Jamovi. Wenn ich da jetzt mal hochgehe, habe ich hier für die Variable aus der Studierendenumfrage 2015, die Ihnen als Datensatz auch in Moodle vorliegt, eine meiner Lieblingsvariablen, nämlich den Softdrinkkonsum, mal wieder ausgesucht und mir die deskriptiven Statistiken ausgeben lassen. Dann weiß ich, ich habe hier 88 Studierende haben teilgenommen, 88 Beobachtungen. Ich habe einen Mean von 4,22 Drinks pro Woche. Nochmal kurz zum Mean, was heißt das? Das heißt, wenn alle Studierende gleich viele Softdrinks trinken würden, dann würde jeder 4,22 pro Woche trinken. Das ist aber nicht der Fall. Das ist eben nur das arithmetische Mittel. Was hier, wie wir gleich sehen werden, von begrenzter Aussagekraft ist, oder zumindest nicht uns ganz das vermittelt, was wir uns jetzt als Verteilung vielleicht vorstellen würden. Wenn wir nur das hören, Softdrinkkonsum im Mittel 4,22, dann sehen wir vor dem inneren Auge so eine wohlgeformte Verteilung, die rund um 4, irgendwie 4,22 sich aufhäuft, unimodal, mit einem schönen Gipfel und dann symmetrisch. So ist es natürlich nicht. Sondern wir sehen das gleich hier, der Median, der beträgt nur 1. Also 50% der Leute trinken einen Softdrink oder sogar weniger pro Woche und 50% mehr als einen. Das Minimum ist 1, Maximum ist 35. Das heißt, wir brauchen gleich einen Plot, der bis 35 hochgehen wird. Das hatten wir jetzt vielleicht so nicht erwartet, nachdem wir 4,22 als Mittelwert gehört hatten. Und für unseren Boxplot gleich wichtig. Und von mir hier aufs iPad auch schon übertragen, das erste Quartil oder 25% Quantil beträgt immer noch 0. Das heißt, wenn ich nur die ersten 25% der Verteilung anschaue, bin ich immer noch bei 0 Softdrinks pro Woche. Wenn ich meine ganzen Beobachtungen mal dem Softdrinkkonsum nach sortiert hätte. Und das 75% Quantil oder dritte Quartil liegt bei 4. Also noch unter dem Mittelwert. Müssen Sie sich mal vorstellen. Der Mittelwert, der wird manchmal übrigens eingezeichnet in den Boxplot, nochmal so gestrichelt vielleicht, aber typischerweise erstmal nicht. Was bräuchten wir noch, um diesen Plot jetzt zeichnen zu können? Eigentlich glaube ich nichts. Eigentlich sollten wir mal schauen, ob wir schon loslegen können. Also, was waren die Regeln für den Boxplot? Wir haben gesagt, schauen wir uns Sacher nochmal an. Ich brauche irgendwie ja nur eine Variable, die nenne ich mal Soft Drinks oder manchmal auch mit so einem Hashtag sozusagen Anzahl Soft Drinks. Das ist ja das, was wir hier eigentlich fragen. So, ich muss das natürlich hier ein bisschen so zusammenstückeln. Ich muss mal gucken, wie ich das hier mache. Ich habe hier solche Kästchen, die Sie vielleicht auch ganz grob noch erkennen können. Ich muss das ein bisschen improvisieren jetzt für unsere Zwecke. Ich mache hier mal 1, 2, 3, 4, 5. Das wären 5 Softdrinks. 6, 7, 8, 9, 10. Das wären 10. Dann sind das 15. Das 20. Und 3, 4, 5, 25. Oha, sehen Sie?
Was passiert ist, dass hier oben ich mir Platz schaffen muss. Den Min muss man hier mal wegmachen. Brauchen wir aber auch nicht unbedingt. Und dann haben wir hier nochmal, hier die 30. Und wir wissen ja schon, wie weit der Plot gehen muss, nämlich bis mindestens 35. Hier 35. Median mache ich hier auch mal weg. Genau, 35. Schreibe ihn hier nochmal hin. Median war 1. So, also, wie geht es? Boxplot geht los, indem wir mal den Median einzeichnen. Nehmen wir hier vielleicht so ein Türkis, vielleicht können Sie das ganz gut sehen. Der Median war 1. Huch, das ist ja komisch. Das heißt, hier hätte ich einen Strich, der den Median darstellt. Jetzt hatten wir gesagt, die Box, die geht immer vom ersten Quartil bis zum dritten Quartil. Das erste Quartil ist aber 0. Aha, das heißt, die Box geht schon mal von hier los und die geht dann bis 4. Dann wäre das meine Box. Für den Boxplot, das sehe ich schon ziemlich viel. Ich sehe schon, dass sich das irgendwie hier unten ganz schön dran drückt an die 0. Das, was wir im Video und auch bei Moodle im Austausch als harte Untergrenze bezeichnen. Weniger als 0 Softdrinks kann ich halt auch nicht zu mir nehmen pro Woche. Ein verhältnisskaliertes Maß, mit dem wir es hier, mindestens verhältnisskaliertes Maß, mit dem wir es hier zu tun haben. Jetzt aber die spannende Frage, wie lang soll denn der Whisker sein? Wir kümmern uns mal kurz um den oberen Whisker zuerst. Wie lang ist denn eigentlich die Box? Der Interquartilsabstand ist Q3 minus Q1, ist also in dem Fall 4. 4 minus 0 ist gleich 4. Diese Box ist also 4 lang. Die geht bis 4. 1,5 mal den Interquartilsabstand ist also gleich 6. Das heißt, ein Whisker von der Länge 6 kann ich jetzt hier oben drauf machen. Das heißt, von 4 plus 6 bis 10 zeichne ich hier mal den Whisker ein. So, das wäre mein oberer Whisker. Wie sieht es unten aus? Unten könnte ich natürlich theoretisch auch einen Whisker hinmachen. Von 0 nochmal 6 abziehen, dann wäre ich bei minus 6. Macht überhaupt keinen Sinn. Wir haben es mit Softdrinks zu tun. Und außerdem auch nach der Rechenregel, die wir gerade auf dem Slide vorher in dem Flowchart gesehen haben, ich gehe ja minimal mit dem Whisker bis zum minimalsten Wert. Und das Minimum dieser Daten ist, kannst du nur wiederholen, eben auch die 0. Das heißt, es gibt gar keinen unteren Whisker. Was es allerdings gäbe, wären einige Ausreißer. Wir wissen nämlich, dass es ziemlich viele Werte noch geben muss, oder zumindest einige, die hier drüber liegen. Einen gibt es auf jeden Fall, nämlich das Maximum. Das war 35, wenn Sie sich erinnern, haben wir gerade gesehen. Wir können es uns auch gleich nochmal anschauen. Ich mache hier so ein blaues Sternchen rein. Das hat also nichts mit diesem dritten Quartil hier so zu tun, sondern es liegt hier bei 35, ja? Dieser Outlier hier. Genau. Und jetzt können wir ja mal schauen, fertig wäre der Boxplot. Unter Umständen gibt es hier noch andere Daten dazwischen, die ich gerade jetzt nicht parat habe. Wir können ja mal schauen, wie Jamovi das gelöst hat. Ich schiebe hier mal Jamovi noch ins Bild. Vielleicht so neben unseren und schiebt es hier mal runter. Das wäre erstmal ein Histogramm des Softdrink-Konsums nochmal. Das haben Sie auch in der Vorlesung zum Histogramm und auch zudem zum Mean und Median gesehen. Und hier kommt das grafisch, weil die Achse fehlt, nicht so wahnsinnig gelungene Boxplot-Diagramm. Das können Sie jetzt hier sehen und so falsch haben wir es nicht gemacht. Eigentlich haben wir es sogar ziemlich richtig gemacht. Es ist nur genau das eingetreten, was ich mir gedacht habe, nämlich dass hier noch einige Ausreißer dazwischen liegen, die aber eben von diesem oberen Whisker nicht mehr eingefangen werden und damit letztlich auch als Outlier gekennzeichnet sind. Genau, das soll es eigentlich zum Boxplot für heute gewesen sein. Wir könnten zur Abrundung aber noch schnell uns einen Boxplot anschauen und uns dazu ein paar Fragen stellen, wo wir uns noch mal kurz mit Prozenträngen auseinandersetzen. Und wir können es jetzt mal umgekehrt machen. Wir können einen Boxplot nehmen von Daten, mit denen wir bisher noch nichts zu tun hatten.
hier scheint es um das etwas unschöne Thema der Kindersterblichkeit zu gehen. Wir sehen einen Boxplot für Infant Mortality Rate by Country. Das heißt, jeder Datenpunkt, der in diese Daten hier irgendwie eingegangen ist, der in diesen Plot eingegangen ist, zwei Ausreißer sehen wir schon, ist quasi ein Land. Und auf der Datenachse, es gibt ja nur eine hier beim Boxplot, weil es ein univariates Problem ist, haben wir Tode pro 1000 Geburten. Wenn Sie sich den Plot mal kurz gekippt vorstellen oder Ihren Kopf so kippen, dann werden Sie sehen, dass das schon wieder eine gewisse Verwandtschaft zu unserem Softdrink-Konsum gerade hat. Warum? Weil es wieder ein Merkmal ist, was nicht negativ werden kann, nach oben aber im Prinzip leider keine Grenzen gesetzt sind und entsprechend wieder eine asymmetrische Verteilung resultiert. Eine rechts schiefe oder links steile Verteilung, die hier sich verwirklicht. Vielleicht nicht ganz so krass wie bei unserem Softdrink-Konsum gerade. Es gibt einen unteren Whisker, wie wir sehen. Der ist aber viel kürzer als der obere Whisker. Das also wieder ein schöner Anhaltspunkt für Symmetrie. Die Whisker sind überhaupt nicht gleich lang und der Median sitzt auch nicht symmetrisch in der Box, sondern ist eben auch zur Seite verschoben. Jetzt haben wir, glaube ich, hier auf dem Slide noch einige Fragen, die wir uns kurz anschauen können dazu. Eine Frage wäre zum Beispiel, ich informiere Sie jetzt, dass ich sage, die Kindersterblichkeit in Jordanien liegt um das 50% Perzentil. Und dann die Frage an Sie, schätzen Sie die Kindersterblichkeit Jordaniens? Sie haben also nur diesen Plot vorliegen und diese Information, dass Jordanien um das 50% Perzentil liegt. Wo schauen Sie dann also hin? Sie würden sich wahrscheinlich sagen, na, das 50% Perzentil entspricht dem zweiten Quartil, was ein anderer fancy Name für den Median ist. Wo ist der Median in einem Boxplot? Dort, wo dieser Strich ist. Ich könnte also als Antwort geben, circa 17, 18 müsste das sein. Wenn ich es in einen korrekten Antwortsatz gießen wollen würde, müsste ich noch beachten, dass das also 17 bis 18 Tode pro 1000 Geburten sozusagen ist. Also ich könnte etwa sagen, okay, die Kindersterblichkeit in Jordanien liegt bei etwa 17 bis 18 von 1000. Des Weiteren würde ich Sie dann informieren, dass ich sage, Sierra Leone hat die höchste Kindersterblichkeit. Schätzen Sie die Kindersterblichkeit Sierra Leones. Und dann noch die Zusatzfrage, ist das ein Ausreißer, wenn wir das als Ausreißer bezeichnen? So, der höchste Wert, der ist hier selber eingezeichnet und eigentlich steckt da auch schon die Antwort auf diese Zusatzfrage drin, weil der Datenpunkt in diesem Plot, in einem Boxplot, direkt eingezeichnet ist als Punkt, ist er als Ausreißer definiert. Er liegt offensichtlich über anderthalb Mal die Boxlänge, über der Oberkante der Box quasi. Das wäre das, was der obere Whisker noch anzeigt. Da liegen zwei Länder quasi noch und eins davon ist dann wohl Sierra Leone, wenn es die höchste Kindersterblichkeit hat. Und wir könnten das dann noch schätzen. Wir würden sagen, kurz unter 120, vielleicht 117, 118 Kinder bei 1000 Geburten versterben. Erschreckend hohe Zahlen natürlich auch. Und also die Antwort auf diese Ausreißer-Zusatzfrage wäre ja. Warum? Weil der Whisker des Boxplots, der ja immerhin anderthalb Mal die Boxlänge ist, den Wert nicht mehr einfängt. Eine hätten wir noch. In Saudi-Arabien, würde ich Sie dann noch informieren, sterben etwa 7,4 von 1000 Kindern. Wie ist diese Sterblichkeit im Ländervergleich einzuordnen? Das geht jetzt so ein bisschen in die Richtung dessen, was uns in demnächst noch anfangen wird zu interessieren, dass wir nämlich Variablen auch vielleicht so transformieren sollten, dass man ihren Werten direkt die Antwort ansieht, auf die wir jetzt hier nämlich gerade suchen. Nämlich so im relativ zur Lage der restlichen Verteilung. Also probieren wir das mal. 7,4 von 1000. So den Plot nochmal anschauen. Wo wäre die 10 etwa? Der Median, haben wir gesagt, ist etwa 17. Wenn ich dann also vielleicht den Bereich zwischen 0 und dem Median irgendwo mir anschaue, ja, es könnte so etwa die untere Boxkante, könnte das etwa so sein, 7,4. Und weil es natürlich jetzt hier alles sehr grob ist, könnten wir einfach mal sagen, so die untere
Boxkante, die sollte vielleicht so auf 7, 8 etwa hinfallen. Und entsprechend könnte ich das als Antwort sozusagen benutzen und könnte sagen, ja, nach dem Plot, wenn Sie jetzt sagen, Saudi-Arabien hat 7,4 als Kindersterblichkeit von 1000, dann ist diese Sterblichkeit wahrscheinlich so einzuschätzen, dass etwa 25% aller Länder eine niedrigere Sterblichkeit haben als Saudi-Arabien oder umgekehrt 75% aller Länder eigentlich eine höhere. Also eigentlich wahrscheinlich ein schon gar nicht so schlechter Wert im internationalen Vergleich, weil also es gibt zwar noch 25% von Ländern, die drüber liegen, aber eben auch viele, die drunter liegen. Antwort könnte also sein, ja, circa entspricht diese Kindersterblichkeit in Saudi-Arabien dem 25% Perzentil oder Quantil, auch dem ersten Quartil. Dieses halbstündige Video zum Boxplot hat sich jetzt relativ en Detail diesem Problem gewidmet, aber das lohnt sich, weil es uns zeigt, wie diese Maße der zentralen Tendenz, vor allem hier der Median, und seine befreundeten Partnerlagemaße zusammen uns schon einen unheimlich guten Eindruck von der Verteilung geben können und eine schöne Balance darstellen zwischen einem sehr, sehr eigentlich abstrakten Plot mit so ein paar Strichen und so einer Box und doch dem richtigen Level of Detail quasi, weil eben, wenn Ausreißer da sind, sie eben dann doch mit eingetragen werden und wichtige vielleicht einfach auch besondere, vielleicht auch fälschliche Datenpunkte schnell unsere Aufmerksamkeit ziehen können und wir uns darum kümmern können, ah, was ist denn da los, warum sind denn da noch einzelne Punkte außerhalb des Whiskers eingetragen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.